Hallo, heute stellen wir euch ein paar aufregende Camper vor. Leute, Pärchen, die im Van leben und arbeiten. Und wir dachten uns, uns kennt ihr ja schon aus ganz vielen Videos, aber wir stehen zum Beispiel auf diesem Platz überhaupt nicht alleine. Deswegen dachten wir uns, wer sind denn eigentlich die anderen? Und die Frage, die wollen wir mal beantworten. Ich würde mal sagen, der Tag hat gerade angefangen und ja, laufen wir mal rum und gucken mal, wen wir da so alles finden. Ich muss uns zur Tür zu machen, sonst passiert genau das. Lusa, komm mal her. Ja, fein. Komm, du musst drinnen bleiben. Du musst doch mal kurz drinnen bleiben. Okay. Bis gleich. Guten Morgen. Hallo. Ja, da sind wir jetzt bei Miri und Micha. Hi. Hi. So, erzählt mal ihr zwei, wer seid denn ihr eigentlich? Ja, also wir sind Miri und Micha und unser Hund Frido, ungefähr 2,5. Und auch ungefähr so lange reisen wir auch schon mit unserem Ford Transit durch Europa und auch schon einen kleinen Abstecher nach Asien, nämlich in die Türkei. Ah ja, ihr wart mit dem in der Türkei? Ja. Das ist ja cool. Ja, das war auch sehr spannend. War es da in dem Zeitpunkt sehr kalt? Ja, also ich würde schon sagen, dass man jetzt so überwintern in der Türkei ist jetzt vielleicht nicht so das Richtige. Also wir waren da von März bis Frido. Ja. Platz. Wir waren da so von März bis Mai und im März war es im Inland richtig kalt, also teilweise auch minus 12 Grad. Und dann sind ja. wir direkt an die Küste gefahren und da ging es dann. Und ab April war es auch richtig warm, man konnte jeden Tag draußen sitzen, aber so im Winter ist es vielleicht nicht so das Richtige. Aber ihr habt eine Standheizung, oder? Ja. Ihr seid ausgerüstet? Ja, genau. Und die Planar 2D oder jetzt, glaube ich, Airtherm oder irgend sowas ja. von Tiger Expert, genau. Die haben wir verbaut und damit sind wir auch echt sehr zufrieden. Und ich habe auch gesehen, ihr wart letztens, habt ihr mal den Van stehen lassen und seid auch mal weggeflogen, ne? Ja, da hatten wir so, ja, uns so einen kleinen Traum erfüllt und sind in den Iran geflogen. Eigentlich wollten wir das mit dem Van machen, aber da braucht man ja Carnet de Passage. Da muss man im Wert seines Autos eine Kaution unterlegen und das wäre echt viel Geld. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir fliegen dahin und haben dann Nomaden auf ihrem Couch, also wenn sie sich setteln oder von quasi den höher gelegenen in tiefer gelegene Regionen mit ihrem Weidevieh und Ziegen etc. umziehen. Und das war ein einmaliges Erlebnis in Iran. Ihr kennt das, ja, ja. Iran ist sehr schön, das stimmt. Das ist echt, ja. Und jetzt seid ihr mit eurem Camper hier, ne? Am Strand von Bologna, ist schon schön, oder? So schön, ja. Wie, wo wart ihr vorher, die ganzen Tage oder Wochen? Viel Tage. Also wir sind, wir machen es immer so, wir reisen eigentlich den ganzen Winter über und im Sommer sind wir immer mal so ein paar Wochen in Deutschland. Also letztes Jahr, glaube ich, 4 Wochen verteilt so und zwischendurch waren wir unterwegs. Und dieses Jahr sind wir erst relativ spät losgefahren, im November wieder so richtig. Und vorher haben wir noch ein paar Sachen am Van verbessert. Das ist immer mal wieder so nötig. Man ist nie fertig. Ja. Ja. Und dann sind wir durch Portugal gefahren, vom Norden rein, so an der Küste lang, bis in den Süden und dann quasi die Südküste ja, nach Spanien. Und jetzt sind wir hier bei Tarifa gelandet. Ja. Und du hast aber jetzt gepackt, ne? Haben wir gerade kurz gesehen. Ja, für mich geht es nämlich noch einmal nach Deutschland. Für jetzt 2 Wochen. Wann komme ich wieder? Zwei Wochen. Alleine. Und da hast du was hast du davor? Ich werde dort Prüfungen schreiben, weil viele wissen gar nicht, dass wir, also Miri bis zum Sommer noch Vollzeit studiert hat, an einer ganz normalen Uni, also nicht irgendwie Online-Studium. Und ich auch noch Vollzeit studiere neben unserer Selbstständigkeit. Und es ist zwar schön, sich alles selber beizubringen, ist ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen anstrengend und deswegen muss ich halt zur Prüfungsphase nach Hause fliegen, genau. Und lässt deine Frau hier alleine 2 Wochen? Mal sehen, was das wird, ne? Ja. Aber letztes Jahr auch haben wir so, jeden Winter haben wir das so durch, dass ich... Bist du doch mal gut, ein bisschen jeder macht so sein Ding, oder? Aber ich finde das schon, also ihr habt das ja auch schon mal gemacht, da warst du ja alleine. Ja. Und ich weiß nicht, wie das für dich so war, aber ich fand letztes Jahr und auch im Sommer habe ich das auch schon mal ein paar Wochen gemacht. Schon anstrengend, da muss man alleine fahren, muss alleine kochen, alleine ins Kino gehen, alleine sich um Abwasser, was um alles kümmern, so neue Stellplätze und so. Ich finde, da ist so der letzte Tag ganz schön schnell vorbei. Wenn ihr jetzt so lange noch drinnen lebt, was liebt ihr so besonders an eurem Van? Die Höhe.
stehen ja. Hier ist super geil, gerade weil man romantisiert ja immer überwintern manchmal. Jetzt gerade diesen Winter ist geil, aber letzten Winter war es halt sehr regnerisch, sehr kalt. Und da ist es schon cool, wenn man, dass man auf 5,5 Quadratmeter viel Zeit verbringt. Und deswegen Stehhöhe ist halt so das, was ich krass finde. Eigene Toilette dabei zu haben, ich finde, Toilette, ja. Das ist halt auch wichtig. Und ich kann keinen verstehen, der keine Toilette dabei hat. Schön. Eine Außendusche, also oder zumindest, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, sich mal so abzuspülen. Ja. Genug Wasser. Am Anfang hatten wir auch echt wenig Wasser dabei. Ich glaube, mit 40 Liter, das war schon nicht so cool. Ja. Und allgemein, wenn man halt auch von unterwegs arbeitet, braucht man halt auch viel Strom. Deswegen finde ich halt auch so Stromsetup ganz gut, auch davon auszugehen, dass man mal in kalten Temperaturen, dass es auch passt, wenn man mal ein paar Tage keine Sonne zu Gesicht bekommt. Ja, also wir müssen sagen, wir haben am Anfang alles so geplant, so für ein paar Wochen Urlaub. Ja. Und dementsprechend war alles ziemlich, naja, minimal so dimensioniert, so vom Wasser, vom Strom und so. Deswegen mussten wir halt immer noch mal ein paar Sachen verbessern. Und jetzt ist es, glaube ich, endlich so, dass man sagen kann, so, das ist jetzt autark, wirklich autark. Und, ja. Ich wollte von euch wissen, habt ihr Tipps und Tricks für jemanden, der jetzt ganz neu anfängt mit Vanlife? Ich weiß nicht, wie man Stellplätze findet oder wie man sich nicht verhalten sollte oder wie man sich vielleicht verhalten sollte. Ja, also einfache Regel, verlasse den Platz besser, als du ihn vorgefunden hast. Das ist so eine coole Sache. Auf jeden Fall eine Toilette. Es gibt so viele Anleitungen, wie man sich selber eine Toilette bauen kann. Es gibt selbst für Mikro-Camper, die noch kleiner sind als die, tolle Toiletten, die man sich mitnehmen kann. Also das auf jeden Fall auch. Und wenn Leute noch nie auf wirklich kleinen Quadratmeter gelebt haben, teste das erstmal aus, weil es wirkt immer total romantisch und auch wir zeigen natürlich auch viele schöne Seiten. Wir versuchen natürlich auch zu zeigen, was, und ihr ja auch, was vielleicht nicht so klappt, aber vielleicht erstmal eine Woche testen, mieten, mal gucken, ob das wirklich was für einen ist, bevor man das Commitment macht, sich jetzt 3 Monate hinstellt, was ausbaut und dann losfährt und merkt, es ist vielleicht doch nichts für einen. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Und ich würde auch sagen, also nachdem wir jetzt in Portugal relativ lang waren, dass man beim ersten Land, wo man so wirklich als Camper hinfährt, da also vielleicht das Land schlau aussucht, weil für ganz viele ist es ja so, Portugal, das Vanlife-Land, und ich würde gerade sagen, ist das irgendwie nicht mehr so. Vor allem, weil da ja die Campinggesetze sehr streng sind, Freistellgesetze, also man kann halt wirklich eigentlich nirgendwo mehr stehen. Und ja, wir haben da viele getroffen, die gesagt haben, so, oh, ist ja doch irgendwie total schwierig alles. Und das ist ja gar nicht immer so. Es ist ja dann nur das Land. Deswegen da vielleicht sich vorher ein bisschen informieren, wo man dann vielleicht zuerst mal hinreist und man leicht anfängt und nicht gleich das sehr schwierigste Land rauspickt. Ja, wer so ein bisschen mehr erfahren möchte über die beiden, der kann ja auf dem YouTube-Kanal und Instagram-Kanal vorbeischauen. Beide haben auch verraten, wie sie Geld verdienen und wie viel sie auch verdient haben. Da könnt ihr gerne mal in das Video reinschauen, falls euch das interessiert. Und ja, ich würde mal sagen, vielen Dank für das nette Gespräch. Gerne, gerne. Fürs Interview, danke. War schön mit euch. Es war auch richtig schön, die letzten Tage hier mit euch zu stehen. Ja, das können wir zurückgeben. Richtig schön, euch kennengelernt zu haben. Geburtstagskaffee war perfekt. Das hast du schön genossen, das stimmt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen uns mal weiter und ihr könnt ja mal weiterpacken. Ja. Und dann sage ich mal bis später. Bis später. Tschüss. Ja, und wir machen uns mal weiter auf dem Weg und gucken, was für Nachbarn haben wir hier eigentlich? Hey, was machst du da gerade? Die anderen warten doch draußen auf dich. Ich muss nur ganz kurz Buchhaltung machen, geht auch ganz schnell. Wie, auf dem Handy oder was? Ja, schau, das geht super einfach und schnell mit Safdesk. Damit kann ich Belege einscannen, Rechnung erstellen, offene Rechnung sehen und ich kann sogar Angebote erstellen und das alles direkt vom Smartphone aus. Also man kann jetzt quasi sich ein Nebengewerbe gründen und auf dem Weg zur Arbeit, wenn man im Zug sitzt, das ganze Ding, zumindest die Buchhaltung, von unterwegs managen. Finde ich super cool. Und falls ihr auch Lust habt, das Ganze auszuprobieren, dann könnt ihr das jetzt 14 Tage kostenlos testen und mit unserem Code DAVIDMELINDA50 spart ihr 50% auf einen 2-Jahres-Tarif. Also ich finde, das ist eine coole Sache. Ja, man spart sich da jetzt quasi ein ganzes Jahr, oder? Cool. Ich bin fertig, das ging ganz fix. Ich würde sagen, wir laufen mal weiter durch die Nachbarschaft und gucken, wen wir dann noch so interviewen können. Wer ist das da? Die waren gestern auch bei uns zum Kaffee trinken. Das ist Lina und Marc. Und da gehen wir mal rein. Hallo? 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 Ja, wir sind hier vom YouTube-Kanal David und Melinda.
Und wir drehen hier so eine kleine Dokumentation, kleinen Film über unsere Nachbarn. Wir dachten, mach die Vorhang auf, wer ist das eigentlich hier? Ja, hallo. Nalo, wer bist du? Ich muss dringend Hallo sagen. Hallo, Nalo. Hi, dürfen wir euch filmen? Natürlich. Ja, dann erzählt mal, wer seid ihr eigentlich? Ich bin Lina. Ich bin Marc. Und das ist unser Van Mali und unser Hund Nalo. Den haben wir aus Griechenland adoptiert, als wir letztes Jahr im Winter dort waren. Oh. Und Sabrina möchte unbedingt zu euch und sagt Hallo. Hallo, grüß dich. Oh, du bist mir ein Süßer. Und wie lange lebt ihr schon im Van? Seit anderthalb Jahren jetzt. Das ist auch Vollzeit? Ja, warte, ich tue mir mal kurz ein bisschen zurück. Ja. Richtig schön. Habt ihr das alles selbst gemacht? Ja. Also wir sind letztes Jahr im September losgefahren. Wir hatten den schon vorher ausgebaut. Und dann dachten wir, ich war fertig mit meinem Master und Marc kam gerade wieder aus Uganda, da hat er ein halbes Jahr gelebt. Da dachten wir, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um loszufahren. Ja. Und dann sind wir losgefahren. Und haben den Van innerhalb von 9 Monaten am Wochenende ausgebaut. Wow. Wow. Heftig. Hattet ihr vorher schon Erfahrung mit handwerklichen? Ich habe ein Handwerk gelernt. Ich habe Orthopädietechnik, Mechaniker gelernt. Aber so mit Holzarbeiten hatten wir beide nichts zu tun. Wow, das sieht echt schön aus. Wir gucken da auch gleich nochmal rein. Ja. Ich wollte noch von euch wissen, ich habe gelesen, du hast vorhin in Amsterdam gewohnt und studiert. Ja. Und du warst in Uganda, hast du gerade gesagt. Ja. Und dann seid ihr, aber ihr hattet vorher keine Wohnung, ihr habt nicht gemeinsam irgendwo gewohnt und seid dann direkt in den Van gezogen. Geil. Wie war das so als Paar? Eigentlich wohl ganz gut. Also es ist natürlich eine neue Herausforderung, weil wir vorher halt noch nicht zusammen gewohnt hatten. Wir hatten mehrere längere Fernbeziehungen immer. Und deswegen war das schon eine neue Herausforderung. Aber dadurch, dass wir vorher schon länger zusammen waren und uns schon länger kannten. Ja. Wir kennen uns, seitdem wir 15 sind. Und wie das früher so ging, da haben wir natürlich richtig viel über WhatsApp oder SMS geschrieben. Und dadurch, ja, wir hatten schon immer eigentlich voll die gute Freundschaft und dann halt die Beziehung. Und ich glaube, ja, es hat eigentlich ganz gut geklappt, weil wir uns schon so gut kannten, bevor wir in den Van gezogen sind. Cool. Also es funktioniert dann auf so kleinem Raum von 0 auf 100. Ja, und eigentlich schon. Habt ihr euch irgendwie ein Ende gesetzt, wie lange ihr noch reisen möchtet, oder? Am Anfang hatten wir uns ein Ende gesetzt, quasi für ein Jahr, so eine Auszeit, wie viele es ja machen. Aber dann hat es uns schnell so gut gefallen, dass wir gedacht haben, okay, wir müssen Wege finden, wie wir uns das Leben so finanzieren, damit wir das halt so lange machen können, wie wir wirklich Lust haben und Geld nicht irgendwie uns limitiert. Mhm. Ja, wir haben uns dann selbstständig gemacht letzten Sommer. Und seitdem arbeiten wir als Freelancer, also quasi selbstständig für andere Unternehmen. Und ja, verdienen jetzt unterwegs und wollen das jetzt auch weiterhin erstmal so machen, dass wir eine neue Idee haben, was wir machen wollen. Ja. Cool. Und das funktioniert, dass ihr so als Freelancer arbeitet und Aufträge bekommt und das von unterwegs macht? Ja, also der Start ist natürlich meistens ein bisschen schwierig, aber durch Kontakte haben wir da relativ schnell Projekte gefunden. Und jetzt geht das immer so weiter. Und ja, man muss sich immer fortbilden und irgendwie die Ohren offen halten. Mhm. Und mit Kontakten kommt man da eigentlich auch wohl schnell an kleinere Jobs und daraus ergeben sich dann wieder andere. Mhm. Genau. Mega. Voll interessant. Da muss ich euch nachher vielleicht auch nochmal so ein bisschen, wenn die Kamera aus ist, ausquetschen und mir so ein paar Tipps holen, weil das wird, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Aber was ich von euch dann nochmal wissen wollte ist, wie war denn jetzt so eure Reiseroute? Also wo kamt ihr denn jetzt her und wo geht's hin? Wir sind gestartet Richtung Griechenland. Also wir sind die ganze an der Küste entlang nach Griechenland. Da haben wir 4 Monate, 1 Monat davon auf Kreta. Und sind dann in die Türkei. Für 2 Monate, glaube ich. Ja, fast 3 Monate waren es, glaube ich. Dann sind wir zurück nach Deutschland. Dann haben wir noch ein paar Sachen umgebaut, weil wir ja dann länger in dem Van leben wollten. Und dann sind wir nach Schweden. Von Schweden wieder nach Hause. Mhm. Dann sind wir in den Iran geflogen mit den Outdoor-Nomaden. Die habt ihr auch gerade schon gesprochen. Und dann sind wir wieder hier runter. Also dann über Frankreich, Portugal, also Spanien, Portugal. Und jetzt sind wir hier und auf dem Weg. Unser nächstes Ziel ist dann jetzt Marokko. Wahrscheinlich jetzt diese Woche fahren wir rüber. Ja, das hört sich spannend an. Wir wollten eigentlich auch hin, aber wir gucken dann bei euch ganz schön zu. Ja, wo kann man euch denn? Kann man eure Reise
Auf Instagram müsst ihr den Leuten folgen hier. Genau, Malilox auf Instagram. Blenden wir euch dann ein. Ja, das blenden wir euch ein. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Mitmachen, dass wir euch hier interviewen durften. Gerne. Und ich würde mal sagen, wir lassen euch jetzt mal ein bisschen Zeit zum Kaffee trinken und vielleicht bei der zweiten Kaffeerunde kommen wir mal vorbei und testen eure gemütliche Sitzecke aus. Ja, macht das. Gell? Seid immer willkommen. Und wir gehen mal weiter und gucken uns die anderen Nachbarn an, weil hier stehen noch so viele andere Camper und ich bin richtig gespannt, wer da noch so alles steht. Wir quatschen später auch noch mal ein paar fremde Leute an und mal schauen, ob die überhaupt Bock haben auf YouTube. Ob die Bock haben, dass ihr die sehen dürft. Kommt mal mit. Ja, wir gehen hier mal weiter und zwar zu diesem Camper. Mal schauen, ob jemand da ist. Guck mal, wie cool der bemalt ist von außen. Besprayt. Hallo? Hallo. Hi. Hi. Wir machen hier so einen kleinen Film für YouTube über unsere Nachbarn. Ja. Und dachten, vielleicht hast du Lust, uns ein bisschen was zu erzählen. Weil dein Camper fällt mir schon auf. Der sieht anders aus wie die hier stehen. Was ist damit passiert? Der ist vor einer Woche, war ich in Nerja, in so 200 Kilometer. Von hier entfernt in Richtung Malaga. Da habe ich so zwei Sprayer kennengelernt, 19 und 23 Jahre. Und die habe ich dann zweimal mitgenommen zum Einkaufen nach Nerja. Und naja, da haben sie irgendwann mal jede Menge Spraydosen gekauft. Und da habe ich mir gedacht, bevor sie hier weiterhin die Autobahnpfeiler besprühen, können sie mein Auto besprühen. Durften sich bei dir ausleben? Genau. Cool, das ist echt erst 2 Wochen alt. Ja. Es war irgendwann im Januar, genau, der Willi und der Anton, genau, die beiden haben. Der eine hat Willi hat die Seite gemacht. Aha. Und der Anton die andere. Ja. Cool. Und wer bist du? Mein Name ist Willi. Dein Name ist auch Willi? Ich heiße Willi, genau. Oder Wilhelm Heinrich Schulz. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Ja, wir stehen ja schon seit ein paar Tagen nebeneinander. Ich habe dich immer so gesehen. Ja, naja, nicht so viel. Ich habe viel im Auto gesessen und die Sonne genossen hier. Wenn ich hier auf meinem Bett liege, dann scheint die Sonne den ganzen Tag hier rein. Wunderschön. Schön. Ja. Und wie lange lebst du schon im Van? Oder lebst du überhaupt im Van? Oder ist das Seit knappen 3 Jahren lebe ich hier im Van. Ich bin jetzt so seit knappen 3 Jahren Rentner. Und Cool. War das immer so dein Traum? Du Rentner bist? Ich habe so viele Träume. Nee, eigentlich wollte ich mit dem Rucksack nach Südamerika fahren im Frühjahr 2020. Aber dann kam Corona und da lagen dann die Toten auf der Straße und da habe ich auch keinen Bock mehr gehabt. Ne? So, da tue ich mir auch nicht an. Und da habe ich mir dann gedacht, ach nee. Dann habe ich mir die Kiste hier für 2000 Euro mal gekauft. Ja, und seitdem lebe ich da in dem Ding hier. Nicht schön. Und gefällt es dir gut? Mir gefällt es super Tittenaffengeil. Entschuldigung, aber. Ja, darf man sagen. Das ja, finde bei ich YouTube auch. Darf man das sagen. Nee. Ach so, ja, wir sind ja auf YouTube. Wir sind auf YouTube, ja. Ja. Willi, eine Frage. Hattest du vorher schon Camper-Erfahrung? Ja, ich war ein paar Mal in Amerika, in USA, mit dem Camper, mit so Mietdingen da unterwegs. Und aber ich fahre seitdem ich 14 bin, fahre ich in Urlaub mit meinen Kumpels und ich habe alle Traumziele dieser Welt habe ich gesehen mittlerweile. Es gibt keine Traumziele mehr. Vielleicht noch so Madagaskar oder Grönland. Grönland würde mich auch noch interessieren. Aber ansonsten war ich überall. Ne? Und jetzt genießt du Andalusien im Winter? Ja, Andalusien und Spanien und egal, Hauptsache es ist einigermaßen warm. Wobei es hier ganz schön kalt sein kann. Es kann kalt sein, ja, es war auch schon ein bisschen kälter. Das ich habe ja schon 7, 8 Grad gehabt morgens und ich habe keine Heizung und boah. Ja, dann ist irgendwie da freut man sich, wenn morgens die Sonne scheint. Ne? Unbedingt. Wenn du jetzt schon so viel Camper-Erfahrung hast und so viel gereist bist, was würdest du sagen, was ist so für Anfänger, wenn die jetzt sagen, boah Willi, ich fange jetzt morgen an mit meinem Camper zu reisen, welchen Tipp würdest du denen geben? Was meinst du, müsste man unbedingt im Camper dabei haben? Oder was meinst du, wie müsste man sich unbedingt verhalten? Was ist so dein Tipp? Nee, ich habe da keinen Tipp. Da muss jeder selber für sich entscheiden. Also ich würde vorschlagen, dass man erstmal so ein bisschen in einer Umgebung oder in einer vertrauten Umgebung halt eben rumreist, bevor man dann irgendwie nach Marokko oder sonst wohin fährt, sondern einfach mal ein paar Monate
in Deutschland ein bisschen rumgurkt und die Kiste kennt und kennenlernt und dann merkt, was man braucht. Ne? So, ich brauche zum Beispiel keine großartigen sanitären Anlagen. Mhm. Ich mache alles mit Flaschen und ich habe hier wohl angeblich alles drin. Dusche und Heißwasserboiler und ich weiß nicht was alles. Aber ich benutze den Scheiß nicht. Mhm. Die Kiste ist jetzt 34 Jahre alt, nee 33 so. Und der hat 12 oder 13 Vorbesitzer gehabt. Ich möchte nicht wissen, was alles in diesen Tanks dort, die überall verbaut sind, mhm. was da alles an Mikroben, an Mikroorganismen rumschwert. Ne? Nee, da habe ich nicht so einen richtigen Bock drauf. Ne? Ich meine, ich bin jetzt kein Hygienefanatiker, aber nee, also sauberes Wasser wollte ich schon haben. Ja, das also, ist schon. Vor allen Dingen trinken. Ja. Irgendwie, bleh. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich habe ja gehört, heute fährst du ja auch ein bisschen nach Tarifa was erledigen. Ja, und danach kommst du her und ja, du hast morgen Geburtstag. Nee, ich habe, oder nein, wir haben am, mein Auto und ich haben am 13. Februar 23, ne? 23, genau. Ja. Genau, feiern wir unseren 100-jährigsten Geburtstag. Also mit anderen Worten, mein Auto und ich gemeinsam werden 100 Jahre alt. Und da wir im letzten Jahr hier auch schon mal meinen Geburtstag gefeiert haben, den richtigen, den 24. Februar, aber da ist dieser Arsch von Putin da in die Ukraine eingezogen und da habe ich keinen Bock mehr drauf, auf den Kack da. Ne? Das war ein Stimmungskiller. Für mich ist das... das Datum irgendwie verbrannt. Ne? Und deswegen habe ich mir überlegt, irgendwann kam mir die Idee beim Autofahren, boah, wir müssten ja eigentlich bald 100 werden. Und dann habe ich mal so ein bisschen Kopfrechnen gemacht und dann, und bestimmt am 13. Februar werden wir 100 Jahre alt. Und da feiern wir ein bisschen. Das ist schön. Ja, ja. Bis dahin ist das YouTube-Video auch draußen, dann kannst du dich auf YouTube sehen. Dann hoffe ich, dass wir dir damit ein schönes Geburtstagsgeschenk machen können. Ah ja, das wär toll. Ja, 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 schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Willi. Ach, gerne. Dann, weißt du, ich habe ja nicht viel, aber Zeit habe ich hier. Zeit haben wir alle, ja. Das ist ja das Schöne. Ja, eben. Ist genau. Das nicht das Schöne am Vanlife oder am Camperleben? That's why we are here, man. Ja, ja. Das ist es, warum wir hier sind. Ja. Die Zeit nehmen und genießen. Genau. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke euch. Wir laufen uns ja später sicherlich nochmal über den Weg. Bestimmt. Ich guck mal, wer noch so hier steht. Hier stehen ja noch so ein paar andere Nachbarn. Genau, das sind bestimmt auch richtig gute, nette Leute. Auf jeden Fall, so wie du. Oh, na ja, schauen wir mal. Okay. Bis danke. Nachher, Willi. Ciao. Tschüss. So, und dann laufen wir mal weiter und gucken, wen wir hier noch so abpassen können. Ja. Der so hinter uns steht, dachten wir uns, vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir euch ein paar Fragen stellen. Ist das okay, wenn wir euch filmen? Gerne, ja. Okay. Wer seid ihr eigentlich? Okay, hier geht's weiter. Wir stehen nochmal. Guck mal, auch ein grüner Van. Fast die gleiche Farbe, die wir vorher auch mal hatten. Hola, hallo. Wir machen so einen kleinen Film für YouTube über unsere Nachbarn. Ja. Und da ihr so hinter uns steht, dachten wir uns, vielleicht habt ihr ja Bock. Sehr gerne. Dass wir euch ein paar Fragen stellen. Ist klar, das okay? Natürlich. Ja, wenn wir euch filmen? Gerne, ja. Okay, wer seid ihr eigentlich? Ich bin der Julian, bin 22. Genau. Ich bin Lisa, ich bin 24. Hi. Ach, voll jung noch. Voll jung, ja. Cool. Und ihr? Ja, wir sind, ich bin David, das ist Kamerafrau ist Melli. Wir sind 36. Hi. Oh. 36? Ja. Ja, auch noch jung. Jung. Ja. Naja. So einfach hätte ich mir nie vorstellen können, im Camper zu leben. Wie kommt ihr denn dazu? Gute Frage. War eigentlich schon immer so ein Traum von uns. Und als wir dann zusammengekommen sind, hat sich das irgendwie zusammengetan. Also wir hatten beide unabhängig voneinander schon den Traum eigentlich, sowas mal zu machen. Und die große Freiheit. Genau. Und dann nach dem Studium und hat einfach alles gepasst. Und was habt ihr studiert? Ich habe Ernährung und Bewegung studiert. Und du? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Feinwerkmechaniker, habe dann in dem Beruf auch gearbeitet, habe ein bisschen gespart, den Van ausgebaut und dann habe ich gekündigt. Und dann ging es los auf Reise. Genau. Ganz genau. Ja. Cool. Und wie verdient ihr Geld unterwegs oder lebt ihr von Ersparten? Wir leben jetzt momentan von Ersparten. Wir machen nebenher ein bisschen Instagram. Mhm. Aber. Ja, ihr habt auch einen Instagram-Account. Genau. Ja. Cool. Und wie lange habt ihr an dem Auto ausgebaut? War insgesamt ein Jahr, glaube ich. Ja. 10 Monate. Ja. Nebenher halt nur nach dem Arbeiten. Haben dir da deine handwerklichen Fähigkeiten geholfen? Ein bisschen. Ja. Ja. Cool. Ja, wir hatten damals gar keine Erfahrung mit dem Ausbau.
haben alles auch selber gemacht mit Maddys Papa. Cool. Und dann ein ähnliches Modell. Habt ihr euch dafür entschieden, weil es cool ist oder weil es einfach so da war? Weil die Autos waren ja auch da. War da. War da? Ja, genau. Hat sich gerade ergeben, ja. Ach, alle sind echt zufrieden. Ja. Und wie lange seid ihr jetzt schon hier unterwegs? Seit 5 Monaten? Insgesamt seit 5 Monaten, ja. Und hier jetzt in Spanien wieder seit einer Woche. Aha. Also wir haben angefangen in Frankreich, an der Atlantikküste und dann Richtung Spanien, alles an der Atlantik, Portugal an der Küste entlang und genau. Und jetzt seid ihr seit einer Woche in Spanien. Genau. Ja. Und an dem schönen Platz hier gelandet. Ja, zufällig hinter euch. Ja. Ja, ist doch richtig schön. Und was plant ihr in Zukunft? Wie geht eure Route weiter? Fahren jetzt erstmal nach Tarifa noch weiter und dann Malaga wieder hoch, Barcelona und dann erstmal nochmal nach Hause, nochmal ein bisschen zetteln und dann irgendwann vielleicht Vollzeit dann für immer. Okay, nochmal nach Hause ein bisschen Geld verdienen. Genau, richtig. Dann, ja, die Reisekasse wieder auffüllen im Sommer. Genau. Und wie macht ihr das dann? Also ich arbeite in einer Klinik, in der Sporttherapie. Ich habe auch wieder eine Stelle, wo ich dann anfange. Und dann erstmal wieder arbeiten. Und bis dahin noch die ganze Zeit genießen. Genau, ja. Ja, und wenn jetzt so Freunde irgendwie sagen, boah, ey, hab auch Bock damit anzufangen, Vanlife zu machen, was für Tipps habt ihr für die? Wir hatten am Anfang eigentlich gar keinen Plan. Also wir haben uns einfach ins Abenteuer reingestürzt und ich glaube, ich würde jedem genau dasselbe raten. Also gar keine großen Pläne schmieden, einfach los, sich überraschen lassen, sich drauf einlassen. Genau. Und wie findet ihr so schöne Plätze wie hier? Park von Alt. Cool. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Zeit. Sehr gerne. Richtig schön. Ich danke euch. Wie heißt ihr bei Instagram? Lass mal losziehen. Lass mal losziehen? Genau. Okay. Lass.mal.losziehen. Okay. Genau. Blenden wir hier ein. Ja, dann könnt ihr die beiden auch weiterhin verfolgen auf ihren Reise. Ja, ich habe die Sonne im Gesicht. Es ist richtig schönes Wetter. Und wer hier auch richtig gute Laune verbreitet, ist dieser wunderschöne Schulbus. Schaut euch den mal an. Ist das nicht ein Traum? So ein Schulbus. Was muss man denn dafür hinblättern? Und vor allem, wer wohnt da drin? Das gucken wir uns jetzt mal an. Hallo! Hi, ich bin der David und ich mache für YouTube so einen kleinen Film-Dokumentation-Vlog über Leute, die hier mit uns am Campingplatz stehen. Das sind unsere Nachbarn. Und ihr seid ein bisschen auffällig. Habt ihr Bock mitzumachen? Auf jeden Fall. Ja? Cool, dann kommt doch mal raus. Was, die quietscht so richtig, wie man sich das so vorstellt, die Tür. Heftig. Ja, hallo. Hi, wer seid ihr? Hi, ich bin Dana. Hi. Ich bin Simon. Ja, cool. Und wie alt seid ihr? Ich bin 23. 25. Und dann könnt ihr euch so ein cooles Auto leisten, ne? Ja, wir hatten vorher einen anderen Bus, den haben wir verkauft und dann haben wir uns den davon gekauft. Was hattet ihr vorher? Ein Citroën Jumper. Und dann, und dafür konntet ihr euch den kaufen? Ja. Schatz, wir müssen unser Auto verkaufen. Ja, wir müssen unser Auto. Ich will auch so ein schönes, großes Auto haben. Ist ja cool. Ihr werdet bestimmt voll auf deine gesprochen, oder? Ja, bestimmt. Ist, vielleicht nicht so undercover. Ne, vor allem sind wir ohne Gardinen losgekommen. Ja. Und abends alles schön beleuchtet. Genau. Ne? Herrlich. Cool. Wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs in dem Auto? Seit November. Ja. November sind wir losgefahren. Ja, wir wollten eigentlich viel früher losgefahren sein, aber mit dem Führerschein hat alles ein bisschen länger gedauert, weil der ist ein bisschen schwerer als 3,5 Tonnen, deshalb musste ich noch einen Führerschein machen. Ah. Ja. Und wie lange hat das gedauert, den Führerschein zu machen? Das hat im Endeffekt, glaube ich, 3 Monate gedauert. Ja. Ach doch, so lange, ja? Ja, eigentlich wurde uns versprochen 1 Monat, aber es waren dann noch 3 Monate. Ja, hat sich alles ein bisschen gezogen, den Ämtern und so. Habt ihr beide einen Führerschein? Nee. Also du bist auf ihn angewiesen? Ja. Ja, hast du ein Ass im Ärmel, würde ich sagen, ne, als Fahrer. Und wie lange wollt ihr jetzt noch reisen? Eigentlich so ein bisschen offen. Also wir würden jetzt nach Marokko fahren in den nächsten Wochen. Und wir studieren beide noch, meine Uni ist leider nicht online, das heißt, ich muss irgendwann auf jeden Fall nochmal zurück für ein Semester, aber ansonsten sehr planlos. Ja. Offen. Ja, genau. Aber du studierst, du hast gestern eine Prüfung gehabt, habe ich mir gedacht. Genau, ja, ich studiere komplett online, also bei mir ist es relativ flexibel. Ich muss auch irgendwann nochmal zurück, weil ich Praktika machen muss, aber an sich die Kurse und alles ist alles komplett online. Okay, das geht ja. Und wie verdient ihr dann aber Geld? Also wie kann man sich das, weil
ich weiß, da sitzen jetzt einige, die sagen, ja, mein Gott, die haben bestimmt genug Erspartes oder so, aber irgendwann geht das vielleicht auch zu Ende. Und wie macht man das dann? Also wie kann man sich unterwegs Geld verdienen? Wir haben jetzt beide Nebenjobs, also Online-Jobs, die wir von unterwegs aus machen können. Da haben wir ein bisschen Glück auch, dass wir bei Freunden arbeiten können. Das ist extrem flexibel. Ja, Simon arbeitet bei meinem besten Freund in Zodafirma im Einkauf. Deswegen war das super gut und ich arbeite auch bei Freunden. Die sind Träger der Freien Kinder- und Jugendhilfe. Das passt zu meinem Studiengang, ich studiere soziale Arbeit. Und dann mache ich da so ein bisschen online die Anträge schreiben und Social Media und sowas. Und auf wie viele Wochenstunden kommt ihr da? Da arbeitet ihr ungefähr? So 15 Stunden. Das reicht, um sich so einen schönen Lebensstil zu finanzieren. Das reicht auf jeden Fall, ja. Das muss doch Ansporn sein für so den einen oder anderen da draußen, oder? 15 Stunden die Woche und dann darf man aufstehen, wo man will. Ja. Das ist doch voll cool. Wenn ihr jetzt so sagt, ihr reist jetzt nach Marokko und habt ihr dann schon Ideen, wie es dann weitergeht? Wollt ihr dann auch irgendwann mal wieder Familie und Freunde besuchen? Ja, genau. Wir würden, nachdem wir in Marokko waren, auf jeden Fall nach Hause. Dann würde ich auch in die Uni gehen für 3 Monate und dann direkt danach im Sommer wieder. Ja, dann vielen Dank für den Einblick, den wir bei euch haben durften. Und ich würde mal sagen, wir laufen mal weiter. Wir sind nämlich noch nicht ganz am Ende. Und euch lasse ich jetzt mal wieder eure Freiheit. Dankeschön. Genießt den Tag, bis später. Gleichfalls. Ja, bis später. Tschüss. So, mal schauen, wer mir als nächstes vor die Linse kriegen. Ich bin schon ganz gespannt. Okay. Oh. Who's that boy? Tim. Kennt ihr den noch? Den kennt man schon. Kennt ihr den noch? Hey. Ich will dir was zeigen. Warte. Keuling. Alles klar? So. Ja, alles klar. Jetzt musst du zuerst hier ranzoomen. Dann zoomst du hier auf das Tattoo von der Luna. Und dann gehst du weiter zurück und dann seht ihr, was daraus wird. Die Inspiration. Nee, du hast den Sweater anlassen. Achso, da ist es nicht drauf. Oh, es ist aber hier drauf. Schön, ne? Wow. Ja, das ist doch toll. Die dealen hier mit Stoff. Ja. Das sind richtige Stoffdealer hier. Stoffdealer aus Portugal. Normalerweise stehen wir hier zu zweit. Also Hanna ist drin, ich bin Lisa. Und wir haben jetzt vor kurzem unser eigenes Brand gelauncht und es ist eine große Freude, dass du das so schön trägst. Ja, ich trage das sehr gerne. Das ist übrigens Mellys Pulli. Ich hab auch noch einen Pulli mit Kapuze. Also ich lebe in diesem Pullover, muss ich sagen. Wir können euch das hier gerne mal einblenden, dann könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Ja, und die Roomtour von den beiden, die haben wir letztes Jahr auf Fuerte schon gedreht, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Hier oben rechts ist es dann mal, ne? Oder ist es ja, ich weiß nicht, links oder rechts, guck mal, wo was aufkommt. Blenden wir das dann ein. Ja. Genau, also könnt ihr auch mal reingucken. Und Hanna und Tim sind natürlich auch unsere Nachbarn, deswegen sind die hier drin. Aber die Roomtour und wie die zwei leben, was sie denken, was sie machen und Geld verdienen, das seht ihr. Ja, und Hanna geht's schlecht, soll ich ausrichten? Hanna hat jetzt vor 3 Tagen eine Beißschiene bekommen, weil sie mit den Zähnen aufeinander presst. Für alle, die das hier interessant finden. Und hat sie den Kopfschmerzen. Und deswegen fahren wir jetzt nochmal nach Tarifa rein, um das ausbessern. Was auch immer. Besser anpassen, ja, dass die Kopfschmerzen weggehen. Ne? Scheiße. Dann drücken wir mal der Hanna die Daumen. Ja. Aber jetzt ist ja auch richtig gemütlich bei den beiden im Van, weil die haben so ein bisschen Equipment von uns bekommen, um den Van gemütlicher zu machen. Zum einen haben wir unsere Arbeitsplatte neu geölt, weil da hatten wir ein kleines Schimmelproblem. Und zum anderen haben wir jetzt schönes, warmes Licht. Die Klebefolien, falls ihr wissen wollt, wo die gibt, findet ihr bei dem David. In unserem Amazon-Shop. Ja, selbstkleben. Selbstklebende Folien für Warmlichtfilter. Brauchen wir gar keinen Tesafilter. 24,99 € für 9 Stück. Ja. Okay. Hanna sagt auch nochmal Hallo. Da kommt die. Ich hab gerade erzählt, dass du Kopfschmerzen hast. Willst du auch mal rauskommen? Anna, wie geht's dir? Ja, ich hab Kopfschmerzen. Und die arme Hanna. Ja, deswegen wollen wir hier nicht zu viel. Aber Tim macht das hier, oder was? Ja, Tim macht das richtig gut hier. Ja, Tim macht das super. Ja. Sehr schön. Er versucht es gut zu vertreten. Hat er gut gemacht, ja. Na, auf jeden Fall fahren die beiden jetzt bald nach Marokko. Auf Instagram kann man den beiden auf der Reise nach Marokko und sonst wohin gerne folgen. Korrekt. Und dann sehen wir uns. Ja, hoffentlich bald wieder, wenn ihr zurückkommt von Marokko. Wenn es euch nach 2 Wochen nicht gefallen hat. Spätestens natürlich am 1. Mai auf Mallorca. Da wollen wir Hannas 20. Geburtstag feiern. Oder? Ja. 20. jetzt, glaube ich. Ja. Ja. Das wird schön. Ja. Schönen runden Geburtstag auf dem Ballermann. Das wird geil. Also, aber ich würde schon mal sagen, so Gemeinschaft fehlt uns nicht. Ne? Obwohl wir so auf Reisen sind. Und eigentlich so Freunde und Familie in der Heimat bleiben, fehlt uns jetzt nicht, oder? Also auch wir haben eine tolle Gemeinschaft. Wir haben eine sehr schöne Gemeinschaft. Schon seit letztem Jahr. Es ist so verrückt, wie viele Menschen man kennenlernt, mit denen man einkauft. Ja, ne? Ja. Das ist so toll.
oder da brauchst du was, man hilft sich gegenseitig mit Sachen auseinander, hilft sich mit Sachen aus. Weißt du nicht, so, man hat irgendwie Schwierigkeiten und hat immer eine Gemeinschaft und kann sagen, guck mal, hier draußen, ich hab das Problem oder mir tut dies weh oder mein Hund verhält sich so. Vor allem sind da ja richtige Freundschaften. Ja, ja, genau. Und letztes Jahr zu derselben Zeit waren wir auch zusammen. Ja. Verrückt, ne? Ja. Und dann haben wir sogar Tims Geburtstag gefeiert. Ja. Der bald ist. Da gibt es auch ein Video zu, ja. Haben wir sogar einen Song geschrieben für Tim. Ja, das wird jetzt hier oben aufploppen. Sehr gut. So, und jetzt ist große Abschiedstour. Wir sehen uns ja dann erst in ein paar Monaten wieder. Oder ein paar Wochen. Oh nein. Ja, ich weiß ja nicht. Ich sag lieber bis morgen. So ein paar Monate sind ja auch ein paar Wochen, ja. Für alle, die schon mal in Marokko waren, können gerne mal jetzt hier in die Kommentare schreiben, wie sie es gefunden haben. Und dann fahren wir nicht, oder? Und dann fahren wir vielleicht auch nicht. Dann bleibt ihr einfach hier. Ja. Dann treffen wir uns. Wir bleiben einfach hier in Bologna. Ja, auch schön hier. Auch schön, ja. Ich meine, man sieht ja Afrika von hier aus. Ja. Kann ja sagen, Tagesausflug nach Tanga machen. Ja, da war ich dabei. Ja. Einmal die Mädels, einmal wir. Nein, die sollen wir mal einmal reinschnuppern. Ja. Und dann ist ja nicht weit. Man kann ja wieder gleich zurück. Zack. Abenteuer drin. Wir machen jetzt Abenteuer. Genau, einmal Abenteuer. So, dann verabschieden wir uns mal von den beiden und dann geht's dir gleich weiter. Ja, später dann, oder? Oder wollt ihr gleich los? Anna, muss winken. Nee, jetzt. Okay, tschüss. Bist schon dabei? Ja. Als nächstes darf ich euch vorstellen. May I can present you. Hopp, hoppe weiter. Hola! Hallo, ihr zwei! Hallo! Hallo ihr werdet mir ganz schön fehlen! Ja, ja uns auch! Also mit den beiden reisen wir schon richtig lange, richtig gerne. Und auch diese Roomtour könnt ihr euch angucken in dem Video von Fuerteventura. Haben wir ja gerade aufploppen lassen. Aber wir wollten euch nicht vorenthalten, dass wir eine schöne Zeit mit den beiden hatten. Ihr zwei! Ja, bitte. Schlechtwettertipp. Es regnet bald die nächsten Tage. Was macht man dann so im Van? Kuscheln. Nächste schnelle Frage. Wo geht's als nächstes hin? Surfen, El Palmar und danach Marokko. Und danach Marokko. Dritte schnelle Frage. Wann sehen wir uns wieder? Hoffentlich ganz bald. Vierte Frage. Wow. Wie zufrieden seid ihr mit eurem Van-Ausbau? Zufrieden, würden aber einiges anders bauen. Okay. Ja, darüber haben wir schon viel gesprochen. Genau. Aber genau. Die zwei haben das beste Stromsetup. Ich kann es wirklich nur noch mal empfehlen. Schaut euch das an, wenn ihr wissen wollt. Das funktioniert wunderbar. Also helfen dem ganzen Platz hier aus, wenn jemand Strom braucht. Ja, nee, ist echt sehr schön. Ihr habt aber im Sommer was vor, ne? Also ihr wisst nicht, geht das im Sommer noch weiter mit der roten Rakete oder ist dann Ende Gelände, ne? Also Ende Gelände bestimmt nicht. Nicht für immer, aber zumindest so dauerhaft reisen wird vielleicht erstmal pausiert. Ja. Wissen aber noch nicht, wann und wie lange. Dann können wir uns öfters in Deutschland treffen. Ja, genau. Ich wäre dafür, dass ihr euer Tiny House einfach nach Bielefeld verlegt. Vielleicht gibt es ja ein gutes Grundstückplan. Vielleicht gibt es ja was. Richtig tolle Einwohner, die zurückkommen. Also da mal bitte Empfangskomitee schon mal vorbereiten. Und wenn ihr die rote Rakete seht in Bielefeld, dann mal richtig ordentlich hupen. Ne? Also an alle, die die rote Rakete im Sommer in Bielefeld sehen, bitte Verfahren starten. Aber jetzt geht's erstmal nach Marokko und dann könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen, was dann da alles so passiert. Ja, hoffentlich viel. Hoffentlich viel ganz Tolles. Viel, ja. Aber also stimmt. Wir gucken von hier aus zu. Wir sehen die rote Rakete. Wir winken dann. Von hier aus. Ah, da vorne steht sie, die rote Rakete. Können wir dann mal sehen. Walkie-Talkie könnte schwer werden, ne? Sind ja nur 10 Kilometer, das sind schon 14. Und ist illegal in Marokko. Ist illegal. Ah, ja, müssen wir hier lassen. Müssen wir euch vielleicht einfach alle hier lassen? Alle, ja. Aber vielleicht müssen wir es da doch nochmal wieder. Vielleicht stelle ich mir die Walkie-Talkies hin und rede. Tschüss! Tschüss, ihr Lieben! Und Fiti! Oh. Fiti, sag mal Tschüss zu mir! Oh, Nusa würde ich vermissen, Fiti! Will ich natürlich auch! Ja, das war's mit unserem kleinen Video über unsere Nachbarn, über die Camper und ja, wie sie das Leben im Camper genießen und gestalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal so was ganz anderes aus der Reihe. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon haben möchtet. Dann könnten wir das nämlich öfter mal einbinden. Ansonsten fand ich das sehr interessant zu sehen, wie die Leute im Camper leben und wie man eigentlich dazu kommt. Und dass es egal ist, ob man Anfang 20 ist oder wie Willi schon im Rentenalter. Es ist nicht zu spät, sich seinen Traum zu erfüllen. Und ja, wir machen es uns jetzt mal gemütlich. Und oder zu früh. Ja, oder zu früh. Genau, danke. Ist auch nie zu früh dafür. Ich würde einfach sagen, lebt im Hier und Jetzt und macht das, was euch Freude bereitet, wenn ihr das könnt.
Wir machen es uns jetzt hier mal gemütlich und ich verabschiede mich. Wünsche euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Bye, bye.